Ja, servus Leute. Bevor die richtige Folge losgeht, ich habe halt ohne Aufnahme, beziehungsweise ich habe es aufgenommen, aber ich war nebenbei im Discord, im Voice. Es war eigentlich gar nicht geplant, dass ich irgendwas raide oder sowas. Aber da ich auf der Suche nach Stein war und einfach null Ressourcen da waren und hier diese kleine Butze neben meiner Hauptbase stand, dachte ich mir, was soll's, du hast Explomon rumliegen. Masse auf, guckst du rein und ja, es hat sich sogar, wie ihr jetzt sehen werdet gleich, wenn wir in die Kisten gucken. Erstmal, es war der Crossbow, haben auf jeden Fall den alten Stream Sniper, ja, erwischt, also die richtige Butze ausgesucht. Ja. Und wir haben auf jeden Fall das, was in der Log Crate war, wo er uns weggeholt hat, halt den Rocket Launcher und das C4. Also genau das, was uns noch gefehlt hat. Und von daher dachte ich mir, schneide ich euch das hier vor und ja, kommentiere das so ein kleines bisschen. Und gut ist. Generell zum Thema Stream Snipen, ja. Leute, das hat jetzt nicht so war. Ich bitte euch. Also die Base steht genau neben meiner Base. Und ja, die Log Crate war schon ewig lange auf und es wurde halt nur gewartet, dass ich da hinrenne. Und beweisen kann man das nicht. Ja, ist meine Theorie und gut. Ich habe Glück gehabt, dass ich die richtige Butze gewählt habe, aber soll hier auch nicht um das Thema Streamsnipen gehen. Das ist die kleine Butze an meinem neuen Bauplatz. Die oben war, habe ich mir einfach auch gedacht, komm, eliminierst du gleich deinen neuen Nachbarn und vielleicht hat er ein paar Ressourcen drin, wenn sie komplett aus Metall ist. Nicht, dass das auch schon wieder irgendwie so eine kleine Spawn- oder Raid-Butze von irgendjemandem ist. Dass er dann gleich wieder hier irgendwelche Scheiße hast. Ja, zwei Blechtürme, wie ihr seht. Problem waren dann die Shotgun-Traps. Wie ihr seht, eine hängt hier vorne an, eine hängt sogar noch hinten drin. Habe ich erst ein bisschen verpeilt. Erstmal sehe ich, natürlich sehe ich jetzt den CC, jetzt sehe ich, das, die erst gar nicht gesehen, die habe ich jetzt gerafft, dass da eine Shotgun-Trap ist, wo sie mir ins Gesicht geschossen hat. Klar, hau ich den TC weg. Dann habe ich ein bisschen Holzen gefarmt, habe eben hier so eine Stroh-Foundation gestellt mit dem TC und dann haben sich natürlich die Shotgun-Traps erledigt. Ich hatte zuerst noch draufgeschossen, dachte mir, schießt sie weg, aber ist ja Schwachsinn. Vor allen Dingen die hatte ich gar nicht gesehen. Auch so, da der Raid, ja, hat sich jetzt nicht mega gelohnt, jetzt hier irgendwie. Ihr seht's alles so Krimskrams, aber ja, das war das Traurige. Ich dachte eben, da wäre irgendwie ressourcenmäßig weiter echt auf der Suche nach Ressourcen. Ja, hat nicht sollen sein. Dafür haben wir hier nochmal ein bisschen Kleinkram gekriegt gehabt und das war's auch. So, damit gehen wir jetzt in die richtige Folge rein. Wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu meiner Folge Rusty Rusty Rust. Leute, ihr habt es ja gesehen, ich habe es euch vorgeschnitten, die beiden Mini-Raids, die ich gemacht habe. Haben wir ja zu Glück den richtigen erwischt und haben unser Zeug wiedergeholt. Aktuell bin ich gerade also die Base steht schon. Ich werde jetzt mal eine Waffe rüberbringen.
Hin und her smashen hier gerade so ein bisschen. Nichtsdestotrotz dachte ich, mich nehme euch mal kurz dabei, damit ihr auch mal die neue Base schon mal seht. Ich habe halt schon angefangen zu bauen, ist auch noch nicht fertig. Wird auch nicht mehr fertig jetzt. Hier jetzt auch gleich knacken. Ich werde das Wichtigste rüberholen, weil ihr seht, ja, hier ist schon nichts mehr, ne? Und wenn ich bis heute Abend hier dazu komme, ist hier alles weg. Ihr seht, ich muss noch ein paar Mal hin und her rennen. Double Babbles und so ein Scheiß lasse ich hier. Das kann ruhig decayen. Entweder steht es heute Abend noch. Ich kann nochmal was holen oder eben nicht. Ist jetzt nicht so wichtig. Genauso wie die Muni hier. Die könnte ich vielleicht nochmal leeren. Das wäre nochmal interessant. Ja, Feuermuni. Keine Ahnung, ey. Ja, ich werde jetzt nochmal ein, zwei Mal hin und her smashen müssen. Wahrscheinlich eher drei oder vier Mal. Wir schauen mal. Also wir haben Samstagmorgen. 7.12 Uhr, für die, die es interessiert. Könnt natürlich mal gucken, ob ich ein Pferd finde. Ich muss gleich eh einmal scrappen zum Kraftwerk. Deswegen, ich laufe jetzt einmal rüber. Zeige ich euch die Base. Dann spawnen wir hier nochmal. Dann gehen wir zum Kraftwerk, scrappen, damit ich das C4 und den Raketenwerfer leeren kann. Würde ich ganz gerne noch hier erledigen. Und ja, wie gesagt, ich werde dann nochmal 3, 4, 5 mal hin und her smashen müssen. Alter, Scientist. Aber das kann ich auch ohne Aufnahme machen. Das heißt, da wird irgendwo ein Airdrop stehen. Da ist ja die Butze hier. Wie gesagt, ich werde es euch vorschneiden. Ich war da im Voice. In der Laberecke bei uns auf dem Discord. Haben wir es eben bei aufgenommen, von daher werdet ihr nur den Rust-Sound hören. Vielleicht mache ich ein bisschen Mucke drunter. Also Rust-Hintergrundmusik und wie gut ist. Ging ja auch relativ zügig, nur zwei kleine Dinger, nur damit ihr halt seht, was ich gemacht habe. Ja. Wie gesagt, haben wir ein bisschen Glück gehabt. Ich hatte die eigentlich aufgemacht in der Hoffnung auf Stein. Weil hier einfach nichts rumlag. Auch jetzt noch nicht wirklich viel rumliegt. Ja, wie gesagt, Bauplatz hatten wir ja schon besprochen. Das ist meine Butze. Wir können mal eben an die Fenster die Dinger dran ballern, die ich ja schon hergestellt habe. Auch wenn die eigentlich für einen Heli-Tower sind, waren, ja, keine Ahnung. Ihr seht, hier ist absoluter Rohbau, ja. Leute, hier kommt noch irgendwie Kiste hin oder ein Locker, weiß ich noch nicht, muss ich mal gucken. Hier seht man eine Leiche, meine Fackel noch in der Hand. Das Schöne ist, dass ich hier schon mal einen stehen habe, dass ich hier schon mal so swappen kann. Ansonsten, ja, ihr seht, ich bin schon ein paar Mal hin und her gerannt. Hier bin ich noch ein bisschen am Rumtesten, das scheint aber echt zu funktionieren, was mich echt erstaunt. Also hoch geht sowieso. Ist auch noch nichts angeschlossen hier, geschützermäßig. Hier habe ich jetzt hier vier so Dinger, die sind noch leer. Die Kiste ist, ja. Ja, ihr seht, hier ist so Standard. Kann ich auch mal eben auffüllen hier. Wie gesagt, sortieren mache ich später am Abend. Das mache ich jetzt. Hier ist mein Bauschrank. Der ist natürlich auch von unten. Und hier sind auch nochmal zwei Kisten, wo ich jetzt einfach auch nur reinmülle. Das wird ein Heidenaufwand, die Scheiße zu sortieren, ey. Ja, hier natürlich eine Kiste. Hier ist auch nochmal eine Kiste. Hier ist ein Geschütz, was angeschlossen werden muss. Ich könnte hier noch ein Kistchen hinstellen, eine kleine. Vielleicht hier nochmal eine davor. Muss ich mal gucken, wegen dem Geschütz. Hier auf jeden Fall gehen kleine Kisten noch hin. Hier noch eine große möchte ich eigentlich nicht machen, wegen dem Geschütz. Dass es auf jeden Fall hierhin freie Schussbahn hat. Ich könnte vielleicht hier längst noch eine große Kiste rein. Das sollte gehen. Weil der Buff von der Werkbank, seht ihr, habe ich hier. Habe ich aber auch hier. Ich glaube hier nicht, wenn ich hier stehe, ja. Ja, sicherste Werkbank der Welt hat sich einfach so ergeben, die Bauweise. Auch hier mit dem Halbhoch hat sich so ergeben. Ihr seht, ich habe hier auch zwei Garagentore. Hier vorkommen natürlich auch noch Garagentore, ja. Zwei, deswegen muss ich Garagentore rüberholen. Wir können auch gleich mal durchzählen. Hier habe ich kein Garagentor gemacht, weil ich hier die Wand gesetzt habe. Weil die Leute sollen halt hier oben gezwungen sein, lang zu gehen.
Hier kann man auch noch mal gucken, dass man vielleicht noch ein zweites Geschütz draufstellt oder so. Weiß ich noch nicht. Ist mein Main-Loot hier oben, ne? Und ihr seht, das klappt echt. Man kann runter die Dinge zumachen. Hier müsste natürlich dann noch ein Rahmen gesetzt werden. Also hier stelle ich auch noch einen Locker hin. Da müssen noch Rahmen hin. Da kommen auch zwei Garagentore. 3, 4. Hier weiß ich noch nicht. Hier mache ich vielleicht zu. Die Seiten. Ja, das war eine Base. Nichts Wildes. Hab jetzt auch gar nicht auf dem Upkeep geguckt. Können wir gleich mal gucken. Also einmal könnte ich sogar noch hier hin und her smashen. Ist noch Platz in den Kisten. Aber... ja, den Aufgang habe ich euch jetzt noch gar nicht gezeigt. Der Aufgang ist vorne, wo die Türen sind, halt nach oben. Nach ganz oben. Da, wo die Fensteretage ist. Also ich gehe nicht durch die Mitte nach oben. Mainbutz oben würde ich ganz gerne hin. So, was habe ich denn jetzt überhaupt noch an Waffen hier? Walton und Thompson. Kann man mal machen. Beauty. So, ich brauche 600 Scrappen. Müssen wir mal gucken. Eigentlich könnte, ja, ich könnte vielleicht irgendwie ein, zwei SMGs machen. Später. Garagentore muss ich nicht mal, die nehme ich hier mit. Rohre würde ich so als letztes scrappen. Sicherung behalte ich eine, werden wir dann, müssen wir uns halt neue organisieren. Ich brauche eigentlich auch nicht mehr looten gehen. Also, wir haben alles, was wir brauchen. Wenn, dann gehen wir nur noch looten, um irgendwie bisschen just for fun. Jetzt habe ich natürlich den ganzen Stoffen mitgenommen, der ist schon drüben. Beil nehme ich mal mit. Ja, auch hier, ich werde jetzt hier nicht näher rüberrennen, die ganzen Beile und Picken rüberbringen, die lasse ich einfach hier drinnen. Ja. Also das tue ich mir nicht an, die kann ich drüben neu herstellen, müssen wir mal ein bisschen Metall dann wieder machen und dann können wir die herstellen, also da müssen wir nicht so ein Hackmack machen. So, mal eben was essen. Wo ich mich ja eh wieder töten werde nachher. Gönn dir auch ruhig eine Spritze, was soll's. So. Ja, auch Ausrüstung, ja. Ihr seht, wie viel Ausrüstung ich habe. Also das wäre ja fast immer hin und her rennen. Auch da nehme ich nur das Wichtigste mit. Hier ist auch noch alles voll, ne? Es ist halt einfach. Ihr seht, 446 habe ich. Da haben wir nochmal was zum Scrappen. Gefängnistür kann auch weg. Ich habe ein bisschen wenig Stoffen. Ich könnte mal ein bisschen Seide ruhig wegsmashen. Problem wird sein, hier habe ich halt auch noch, ne? Hier. Alter. Und dann das Schlimmste ist eigentlich das ganze Stromzeug. Also ihr seht, ich werde ein paar Mal hin und her rennen müssen. Ich möchte jetzt halt nur MC4 und den Rocket Launcher lernen. Hier ist auch noch. Das muss auch noch rüber. Ja, das können wir auch mitnehmen zum Scrappen. Und hoffen, dass wir heile durchkommen. Da haben wir ein bisschen Stoff, das ist gut. Oder waren da sogar noch? Ja, eine. Eine Bandage. So. Nummer 5. Hier sind noch zwei Sicherungen. Wie gesagt, die können wir ausgraben. Ich könnte natürlich das ganze Stromzeug scrappen. Kriege ich Haiku raus. Problem ist, ich will auf jeden Fall noch was mit Strom machen drüben. Okay, das sollten die Scientists von dem Airdrop sein. Hoffe ich. Und man kriegt nur die Hälfte wieder. Also mache ich im Endeffekt Verlust an Haiku. Das ist so ein bisschen das Problem.
Aber so weit ist die Entfernung ja nicht. Aber es dauert halt trotzdem seine Zeit, ne? Ganze Scheiße. Also selbst mit Fliegen, wie gesagt, ein Pferd wäre ganz nice, obwohl das Pferd. Ich töte mich ja, ihr seht's ja. Mit dem Pferd müsste ich hin und her, mit dem Heli müsste ich hin und her, macht halt alles irgendwo keinen Sinn, ne? Aber den meisten Sinn macht es halt echt hin, töten, hin, töten, hin, töten. Und das geht relativ zügig. Muss halt gleich nur einmal dann Garagentore ausbauen und Kisten, dass ich jetzt einmal mit Kisten und Garagentore laufe. Weil das kann ich direkt reinballern. Das nimmt mir keinen Platz weg und ich kann die Kisten noch stellen. Und von der Größe her ist die Base jetzt da drüben super. Echt super. Also auch vom Base-Design her. Ich habe einfach drauf losgebaut in... Ich habe halt außen, wie ich es hier auch habe, alles halbe Wände gesetzt. Deswegen kann ich innen halt so komisch bauen. Warum außen überall diese halben Wände? Ja, einfach gegen Rocket Launcher, ne? Oder auch Leute, die zum Beispiel nicht mit dem Hammer erst kontrollieren und dann da einfach C4 dran nageln und sich dann wundern, oh, da ist aber nur eine kleine Wand weg. Ja, gar nicht eine große Wand. Ja, Rohre, wie gesagt, Rohre nehme ich wieder mit zurück. Ich denke mal, sollte auch ohne Rohre reichen. Hier doch einiges, was wir hier haben. Auch Zahnräder könnte ich aufheben. Ich mag alles halbautomatische und irgendwie, ja keine Ahnung, habe ich natürlich heute ein paar halbautomatische verloren. Ich habe auch noch zwei oder so, aber ich möchte dann nochmal gerne so 3, 4 machen. Die habe ich gerne auf der Tasche liegen. Wir gucken einfach mal. Ihr seht, das dauert alles hier. Ja, Thompson Skin habe ich immer noch keinen vernünftigen. Der sieht auch ziemlich wirr aus, merke ich gerade. Dann habe ich halt nur den No Mercy Skin, sonst den mag ich nicht so. Thompson Skins sind teuer. Schöne. Spiele ich halt auch einfach zu selten. Also ich ziehe die SMG der Thompson vor. Klar, wenn man nur eine Thompson hat, also keine Fernkampfwaffe, ist die Thompson natürlich besser. Eine SMG. Wie gesagt, 600 Scrap brauchen wir. Okay, da muss ich doch durchnageln hier. Mal die Seile zwischen. Ja, wie gesagt, Garagentor kann ich rausnehmen, aber habe ich auch mehr als genug. Stoffen. Es ist ja auch kein Problem, dann irgendwie nochmal zu sagen, ich farbe nochmal ein paar Rohre oder sowas. Wenn wir unbedingt nochmal was brauchen sollten. Auch ich kann nochmal 8 Zahnräder, wenn nochmal 4. Aber, oh nee, wie gesagt, eigentlich brauche ich keine Garagentore. Ist ja was, ich scrap das. Ich nehme lieber ein bisschen Scrap mit. Mehr, weil ich müsste dann noch mal zum Outpost und mir einen Hochofen kaufen. Weil die Ofenbase steht noch bis heute Abend, das passt. Aber ich möchte natürlich dann bei mir auch irgendwie 1, 2 Öfen stellen und jedes Mal bis hier vorne rennen müssen und die noch erhalten müssen. Weil ich will natürlich Steinmauern drum setzen und dann kann ich die Öfen einfach so hinstellen. Die werden dann eh nur genutzt, wenn ich online bin. Oder vielleicht baue ich irgendwie so eine ganz popelige Ofenbase. Ich weiß eh noch nicht, auf was ich dann gehen soll. Ob ich auf einen Rocket Launcher gehe oder ob ich auf C4 gehen soll. Wir müssen uns dann halt ein Raid-Ziel suchen und dann anhand der Base entscheiden. Ja gut, da sind doch gerade mal 600, die brauche ich auch. Noch ein paar Rohre, aber das war's auch. Aber ich habe jetzt auch 100 Tech Trash. Noch, das heißt 50 C4, Leute, also ne? Brauche nicht mehr looten gehen. Also wenn, dann gehe ich nur looten, um zu scrappen. Um irgendwie Metallfragmente oder IQ zu machen oder sowas. Oder halt um Scrap zu haben.
Um halt nochmal einen Ofen zu kaufen oder eine Flugabwehr zu kaufen oder einen Generator müsste ich auf jeden Fall noch kaufen. Und mal lernen. Stromgedöns. Joa. Ich nehme euch jetzt noch mal einmal mit rüber. Wir lernen jetzt eben die beiden Sachen, dann packe ich mich noch mal voll, dann nehme ich euch noch mal mit rüber. Zeige ich euch noch mal kurz den Aufgang nach oben. Oder wir können schon mal die Fensterdinger dran machen. Mal ein Pferdchen mitnehmen, was steht da rum? Schwein mit dem Wolf, Alter. Geht da echt ein Airdrop oder was? Los, Alter. Das an, ey. Nur Scheiße. Ja, Shotgun 12 werde ich gar nicht nutzen in meiner Base. Ja, sie sind nervig, wenn jemand offline raidet. Problem ist, wenn die Base halt nicht komplett geradet wird. Kommt ihr selber da nicht mal an euer Zeug dran und euren Loot und ist halt dann so semi-gut. Ja, das könnten wir nochmal brennen hier, wenn ich jetzt noch Holz hier habe, wenn ich das noch nicht alles rübergeballert habe. Ich habe so die Befürchtung. Ja, drüben in der Ofenbase sollte ich auf jeden Fall noch Holz haben. Ich kann auch das Metallerz. Komm, das machen wir eben. So, hier war das was gewesen. Und hier im Ofen. Das können wir gleich mit rübernehmen. War kein Holz, ne? Nee. Cool, der haben wir mal eben fix. C4. Ja, war natürlich echt Luck, dass da genau der Crossbow in der Butze war. Der uns ja das Zeug da geholt hat. Und er hat gestreamsniped, 100 Pro. Also da bin ich mir sicher. Ihr seht, hier ist auf jeden Fall auch mal eine Lieferung. Ja, das Visas werde ich nicht lernen. Ich habe da so viele Zeug von rumliegen. Das ist schon erbärmlich. Scrap nehme ich mit. Nehmen wir jetzt nochmal so geilen Shit-Waffen mit. Rüber. Wie gesagt, ich werde nochmal einen Zwischenstopp an der Ofenbase machen. Wir können auch hier austauschen. Fertig. Ich wollte nochmal eben gucken, ob ich jetzt hier noch irgendwo Erze zufällig habe. Aber die will ich jetzt noch mal kurz in die großen Öfen ballern. Eine Ladung kriege ich noch rein in meine Kisten. Dann muss ich hier gleich erstmal die Kisten leeren. Leeren. Dass ich ein paar Kisten mitnehmen kann. Gut. Dann nehmen wir auf jeden Fall Jackhammer und Kettensägen mit. Zack. Sonst noch irgendwas wahnsinnig Wichtiges. Klingen. Na ja, komm, scheiße, wir sind. Ist natürlich jetzt hier gerade auch so. Super geil, alles offen. Aber so ist es. Das ist auch nervig.
So. Da warte ich mal eben, das ist ja ruckzuck fertig hier, das Haiku. Können wir hier nochmal gucken. Doppeltür, Doppeltür, Doppeltür. Brauchen wir nicht. Hier ist auch nochmal scheiße, ein bisschen. MP5 nehmen wir mit Python, da können wir liegen lassen. Verspritzen, ein bisschen Muni. Ja, wie gesagt. Ofenbest, die sollte morgen auch noch stehen. Das ist schon okay. Hier ist eh nichts, hier ist nur tot. So. Was hast du denn, Alter? Mach doch fertig, ey. Kohle hätte ich natürlich auch ein Stack mitnehmen können. Was gerade wird. Also Holz. Das Holz könnte ich eigentlich auch hier lassen. Wie gesagt, vielleicht brenne ich hier morgen auch nochmal was. Deswegen werde ich das eine Garagentor hier auch erstmal noch drin lassen. Das Holz lasse ich hier. Ich habe drüben schon genug Holz. Ich möchte aber auf jeden Fall die Tür noch mitnehmen. So. Auch wenn ich noch nicht weiß, ob ich sie setze. Weil Haiku-Kosten. Ja, und ich denke mal, dieses Base-Design werde ich auch in der nächsten offiziellen Staffel bauen. Das gefällt mir ganz gut. Ob oben mit Fenstern, das weiß ich noch nicht. Aber ansonsten... Von innen schon. Von innen gefällt mir das sehr gut. Weil wenn man dann eskalieren möchte, kann man noch mal einen Ring drum ziehen. Braucht dann nur aus Stein oder was. Aber dann sieht dann, ich wisst ja, ne, dann wird es wieder teuer. Können uns ja mal den Upkeep angucken. Wo ich zeige euch mal eben, wo es hochgeht. Habe ich mich ein bisschen verbaut. Also das war geplant hier. Das war ist einfach nur so, ne? Optik halber. Und hier habe ich zugebaut, den Kern. Da sind auch komplett Mauern drin, komplett dicht. Da könnte man, je nachdem wie es mit Haiku aussieht, die Decke sogar nochmal aufwerten. Zumindest die Mitte. Dass sie, wenn sie von oben nach unten gehen wollen, echt durch zwei Haiku-Decken müssen, um an meinen Main-Loot im zweiten Stock zu kommen. Und durch drei, wenn sie ganz unten hin wollen. Aber ich denke, bei der Base würden sie wahrscheinlich eh von der Seite kommen. Ja, das ist auch einfach nur der Optik halber, dass ich ein bisschen rausgucken kann. Ich weiß noch nicht, was ich hier reinmache. Mal gucken, ob ich es doppelt absicher, aber da müsste ich die Wände auch aufwerten. Ja, ne, mal schauen. Problem ist natürlich, ich muss auf jeden Fall gleich noch Türen reinsetzen, weil nicht, dass mich einer raidet, jetzt wenn ich dann offline bin. Genauso wie hier müssen natürlich die Garagentore rein. Ich kann natürlich auch erstmal ein bisschen hier im Bauschrank ballern. Was haben wir denn für Kosten jetzt? 39 Haiku. Das ist natürlich schon. Aber das ist okay. Also bis, sag mal, bis 60 Haiku oder bis 50 Haiku wäre okay. Sind ja nur noch ein paar Tage, also. Das kriegen wir auf jeden Fall geregelt. Das, denke ich mal, geht auf 6k hoch, wenn Garagentore drin sind und Türen. Und Fenster. Das ist auch okay. Und Stein, ja. Ihr seht, ich könnte sogar noch einen Ring drum ziehen. Also 7k Stein ist natürlich... gar kein Problem. Und wie gesagt, so das Base Design werde ich nehmen. Ich werde dann vielleicht noch ein bisschen perverser machen. Obwohl, das ist dumm. Indem ich
Hier unten auch noch überall halbe Wände setze. Habe ich natürlich jetzt nicht gemacht. Hier habe ich nur diese die Vierecke mit halben Wänden gemacht. Ich könnte natürlich die noch rausnehmen, da auch noch mal halbe Wand machen. Hier auch. So, dass sie halt hier, wenn sie durch die Türen kommen würden, auch hier zum Beispiel hoch rein müssen. Und dass sie hier in der Mitte runterkommen. Ja, und so eine Faxen halt alles. Werde ich jetzt aber nicht machen. Ich werde das hier unten so schön ein bisschen offen lassen. Dann habe ich es unten schön auf. Und oben schön verwinkelt, schön klein. Weil unten kommt ja auch noch Forschungstisch hin und Repair Table, ne? So, habe ich noch eine Ausrüstung hier drin? Hier haben wir nochmal eine komische Schneejacke. Tausche ich mal aus. Da habe ich so eine vernünftige Hose. So eine Mittelmask. Und dann brauchen wir einen Pulli. So. Ja, wie gesagt. Also. Gut. Jetzt habe ich hier wieder kein Holz, ne? Alter, ich bin so fertig. Ich hoffe, im Campfire ist hier Holz. Oh, Schwein gehabt. So. Auf jetzt, ab jetzt. Wie gesagt, Schlösser störe ich natürlich auch nicht mehr drüber. Genauso wie sowas hier. Doppeltüren lasse ich drinnen. Die brauchen wir gar nicht erst irgendwie abbauen. Das macht gar keinen Sinn. Alter, mach doch weg. Was? Was ist hier? Ja, und mit der neuen Base bin ich echt zufrieden. Und wie, Leute, ne, ihr kennt mich ja. Oder hoffe ich zumindest. Das ist natürlich erst der Anfang. Das sollte auch klar sein. Da kommt natürlich noch... Eigentlich habe ich noch einen Heli-Tower geplant. Alter, willst du mich trollen? Da weiß ich aber noch nicht, ob ich das noch zeitlich hinkriege. So. Sieht auch gut aus. Alter, super nervig mit den Schlössern. Kleine Kisten lasse ich auch hier. Aber die großen kosten halt echt Metal Frags. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Ich renne jetzt hier nicht 100 Mal wegen den Kisten hin und her. Ja, ich nehme jetzt nur ein paar mit. Genau wie die kleinen Öfen, die nehme ich mit. So. Auch leer. Guck mal, hier ist sogar ein Hammer und ein Ding ist drin. Wollen wir hier reinpacken, wir haben vielleicht nochmal brauchen den Hammer. Was ist hier für einen komischen Skin hier? Können wir definitiv entsorgen. So. Dann habe ich jetzt 4 Kisten. Packe ich erstmal hier rein. Strom werde ich eine Ladung auf jeden Fall extra holen. Das können wir sogar mitnehmen. Wie gesagt, Shotgun-Swaps werde ich nicht benutzen. Könnt sie in den anderen Basen benutzen. Da, wo so einzelne Bauschränke sind. Ja, da macht Sinn. Aber ich habe auch noch welche rumliegen. Also macht euch keine Sorgen. Ja, hier ist natürlich noch wieder vollgemüllt. Aber dann kann ich jetzt einfach direkt die Kisten setzen. Scheiß drauf. Und kann dann noch 2-3 Mal hin und her smashen. Und hab dann den Scheiß alles drüben. Kohle, ja, Kohle hole ich vielleicht nochmal. Ach komm, lass mal die Kiste auch noch stehen.
noch ein paar Garagentore mit. Okay. Gut. Obwohl, nee, das ist doch hier. Nee, nee, das können wir auch schon mitnehmen. Da, wo ist das Schloss? Das ist so weggebackt. Sag ich mal. Geil. Warte, das Garagentor kann ich schon mal nicht rausnehmen. Das aber. So. Ja, hier, den Scheiß sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Dicke ist auch nicht so wichtig. Können wir uns neue herstellen, aber wir haben eh Jackhammers, also. Alles gut. Ja, scheiße. Gut. Gut. Nehmt euch nochmal mit rüber. Und dann seid ihr erlöst. Ich werde da nochmal ein bisschen hin und her datteln. Aber es geht, das ist ja echt nicht weit. Für Stromgedöns werde ich schon zweimal laufen müssen. Das wäre zu schade, das alles da zu lassen. Ganz oben habe ich auch noch meine Ausrüstung liegen in der Butze. Ein paar Spritzen, irgendwie ein Revolver und sowas. Scheiß drauf, auch ihr seht, wie viele Bären hier sind. Also ich werde auch nicht irgendwie für Spritzen hin und her rennen. Also extra. Ein paar Spritzen haben wir drüben, dann nehmen wir immer so ein paar mit. Man weiß ja nie, ob hier uns einer über den Weg läuft. Aber dann kann ich besser nochmal drüben dann irgendwie 50 Stück herstellen später. Also alles, alles gut, Leute. Das Wichtigste haben wir drüben, die wichtigsten Waffen jetzt mit den Garagentoren, den Kisten, Öfen. Denk mal dreimal noch. Ja, okay, vielleicht viermal wegen Strom. Und dann habe ich auf jeden Fall alles Wichtige drüben. Dann sind alle Kisten zugemüllt. Das ist natürlich dumm. Ich muss gucken, ich stelle gleich auch erstmal irgendwelche Kisten einfach mitten im Gang, dass ich dann... vielleicht sortiere ich auch gleich noch. Das weiß ich noch nicht, je nachdem, wie müde ich bin. Ich gucke mal gerade 33 Minuten. Ja, vielleicht mache ich nochmal eine Folge. Überlege ich halt, ob ich jetzt gleich noch Steinmauern setzen soll. Das wird natürlich ein bisschen safer noch machen. Das weiß ich aber noch nicht. Ich werde jetzt hier erstmal Kisten reinballern. Hier kommen sowieso Kisten drin. Einmal. Wollte ich mal ein Holzen. Wäre natürlich schön, wenn man was hier. Ja, läuft. Kommen natürlich wieder Schlösser dran. Ne? Und ich würde sie am liebsten auch gleich reparieren. Kriegen wir auch hin. Naja, stelle ich halt den 9-Millionsten Hammer her, was soll's. Gut. Können wir auf jeden Fall schon mal so machen. Aber hier unten habe ich halt auch noch gar nichts gebaut. Hier sind ja noch nicht mal irgendwelche Holzen jetzt mit. Ja. Irgendwelche Klamotten für Garagentore. Fertig. Ja. Hier auch nicht. Ach, du ahnst es nicht. Gut, hier habe ich schon zwei drinne. Hey, da können wir einen setzen. Ja, machen wir ruhig so.
bisschen. Hier ist doch ein Rahmen. So rum ist es, wo ich komme von oben eh nicht dran. Ne? Ach, ist scheißegal. So. Du it, Alter. Mei, was ist denn jetzt? Was sagen, ey. Obwohl hier vielleicht eine Doppeltür mehr Sinn macht später. Weil das soll natürlich dann relativ zügig aufgehen. Ja, muss ich mal gucken. Kann ich ja später dann immer noch mal ändern. Ne? Das ist nicht das Problem. So. Ja, wie gesagt, es passiert jetzt nichts mehr viel hier. Ne? Ich mach, ziehe hier eben schon mal die Dinger noch rein. Die sollte ich aber eigentlich auch schon aufwerten. Nee, den schon, den schon. Alter. Komm, scheiß drauf. Aber ich hoffe, das geht jetzt hier auch noch rein. Da reicht aber Stein, das ist nicht so tragisch. Ist ja immer so ein Glücksspiel, dass hier noch passt. Weißt du? So lächerlich, ey. Das können wir natürlich erstmal hier. Nein. Noch mal wegmachen. Da ist noch nicht mal ein Schloss dran jetzt, ne? Das, was stört jetzt hier? Bitte euch, guck mal, wo der steht, der Schrank. Sollte locker passen. So lächerlich manchmal das Spiel. Es nicht. Hey, ich nehme jetzt noch mal weg. Es muss hier irgendwo noch einen in der Kiste haben. Nützt nichts. Wie super nervig. Da mal Schlösser dran. Wir können natürlich hier auch schon mal. Hier vorne werde ich Platz haben. Hinten werden wir ein bisschen weniger haben. Deswegen setze ich sie mal so ein Stück rüber. Sollte passen. Habe ich hier schon Garagentor? Nein, dann müssen wir es auch noch mal rausnehmen. Ah. Es ist halt einfach. Jedes Mal mache ich diesen Scheißfehler. So. Ja, obwohl hier könnte ich eigentlich auch. Weiß noch nicht. Ist egal, komm. Auch hier wird er jetzt mosern. Seht ihr? Ganz toll. Das Spiel ist so bescheuert mit mir. Das ist echt so. So, dann können wir sie natürlich wieder hinsetzen. Ist ja kein Problem. Schloss? Ach, das habe ich am Dingens gemacht. Mach ich ein paar mehr. Ja, sowas kostet natürlich, wie ihr seht, alles auch Zeit, ne? So, jetzt muss ich mal hoch kurz. Wie gesagt, irgendwo muss so ein Schließfach noch sein. Ich habe extra zwei gemacht, ansonsten muss ich nochmal eins machen eben.
Da ist es doch. Gleich hier das dafür da behalten. Er ist auf jeden Fall mal ein anderes Design, ne? Bisschen perverser. So, und ihr seht, es passt ja auch dann optimal da rein. Ne? Das ist echt Banane in dem Spiel. Aber gut. Ist ja nicht so, als wenn wir es nicht könnten. Zack. So. Garagentor auch ruhig nach außen. Zack. Schauen, können wir ihn wieder reinsetzen. Ja, awesome. Gut. Bin mir halt hier noch nicht ganz sicher, ob ich hier einen halben Boden reinmachen soll. Aber dann habe ich den Vorteil, ich könnte unten auch nochmal drei Kisten stellen. Oder auf jeden Fall zwei Kisten. Damit wir hier noch vernünftig drankommen. Oder ich nehme die halt raus, dass wir vier haben und ich mache vorne nur kleine Kisten. Das reicht ja auch. Also so viel Zeug, wie ich drüben jetzt hatte, werde ich hier auch nicht mehr sammeln. Warum mache ich denn alles auf, Alter? Was ist denn los mit mir? So. Weiter geht's. Jetzt fehlen noch mal zwei, ne? Also hier haben wir alle, ne? Eins, zwei. Genau, hier habe ich Türen gemacht. Das ist auch völlig in Ordnung. Das ist nur der Weg nach oben. Wie viele Türen brauche ich denn? Eins, zwei, drei, vier. Drei Garagentore, vier Türen. Und oben haben wir auch nochmal ein oder zwei Türen. Ja. Ja, die Kiste mache ich wahrscheinlich weg. Ich mache da kleine Kisten. Gut, wie gesagt, es passiert jetzt nichts mehr. Ich gehe nochmal kurz rüber, hole nochmal die restlichen drei Garagentore und Türen. Wenn ich Türen nicht habe, stelle ich ein paar her und dann gucken wir noch einmal auf dem Upkeep, dass ihr mal... Ihr könnt ja vorspulen bis zum Ende. Jetzt habe ich sonst nicht interessiert. Dass wir einmal den Upkeep haben von der Base, wenn sie fertig ist. Ich werde dann auch nochmal die Fenster eben reinsetzen. Geht also wieder so eine etwas längere. Folgen, Gedöns. Geh hoch, komm. Oben habe ich auf jeden Fall normale Türen, die wir brauchen. Zack. Zack. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt hatte. 5 oder 6? Ich glaube 5. Nehmen 5 mit, weil ich will eh noch eh eine Amore-Tür setzen wahrscheinlich. Hier ist nochmal toter Raum. Ja, ihr seht, die Base ist einfach komplett eskaliert. Wie gesagt, hier ist nochmal so eine. Kann ich das Bett mitnehmen? Kann ich. So stark. Aber ja, eine Thompson ohne Muni ist natürlich Schwachsinn, nehmen wir mal mit. Aber weiß, gönnt euch. Ich weiß nicht, wie schnell sie zerfallen wird. Und keine Ahnung, ob hier jemand langkommt. Und na, sie hat einen Thompson gönnt. So. Hmm.
Fleisch. Ja, hier, Flammenwerfer. Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung davon, eine Menge. So, du gehst hier irgendwo hin. Alter, ich hasse das. Das auch noch mit hier. Ja, das können wir eigentlich auch mitnehmen. Aber der Baustein wird noch eine lange Zeit stehen. Ich könnte die Dingens eigentlich stehen lassen. Können wir das eine Garagentor hier drin lassen. Ging übrigens aber ein bisschen Spaß, die Jungs hier. Gut, natürlich ziehe ich irgendeinen Scheiß an. Einfach, damit ich ein bisschen was drüber kriege. Hier können wir mal die kalten Handschuhe, ist ja wurscht. Das, was fehlt jetzt noch? Ein paar Schükes. Perfekt. Und dann kann ich die Suits noch mitnehmen. So, haben wir jetzt noch irgendwas super Wichtiges, was wir vorrangig mitnehmen sollten. Schützen First Aid. Kohle, ja, füllen wir nicht mit. Ein bisschen Muni für auf dem Weg wäre auch nicht verkehrt. Habt da vollkommen recht. Geh jetzt nochmal kurz zur Ofenbase. Können wir schon mal ein bisschen Mais mitnehmen. Da sollte noch ein bisschen Kohle drin sein und. Das sieht gut aus. Ich habe das Wichtigste weg hier. Brauchte 3 Garagentore, jetzt habe ich 5. Das können wir aber auch noch mitnehmen. Wie gesagt, ich werde ja noch ein paar kleine Butzen dahin bauen, auch für Bauschränke und sowas. Ja, hier ist natürlich auch nochmal Ausrüstung, aber Leute, ey. Ich glaube, ich werde den Scheißschrank da einfach komplett stehen lassen. Hier habe ich noch jede Menge Suits drin, die machen natürlich auch noch Sinn. So, ich habe aber auch nochmal Metal Fracks, die ich aus dem Dingens mitnehme. Wenn auch nicht viele. Kohle. Der Kohle ist schon wichtig. Das wäre auch ein Grund, diesen komischen Heli da abzubauen, der da gerade noch brennt. Der wird ja wahrscheinlich auch noch nicht so fliegen. Bis ich hier durch bin. Aber sieht ganz gut aus. Wie gesagt, mit Strom. Das sind 2 Runs. Da kriege ich 2 Ausrüstungen mit. Das ist alles gut. Eine SMG gehabt. Natürlich mal heilen können, aber da müssen wir halt eine Spritze zünden. So, das war's. Guck mal, der Sofo-Erz liegt hier immer noch, diese 12 Stück. Lass mal liegen. Das stört keinen. Ist alles gut. Ja, bis ich fertig bin, ist sie explodiert. Sonst kann ich auch nochmal drauf schießen, dann ist kein Thema. Wie gesagt, das wird jetzt gleich eh nur noch. Das geht schnell, das ist 3-4 Mal hin und her. Da muss ich nichts groß mehr bauen oder sowas. Aber wie gesagt, der Upkeep interessiert mich auch und ich denke mal euch auch. Bei Fenster weiß ich halt nicht. Ganz zu ist auch schlecht. Ich denke, ich werde einfach ein paar Gitter reinknallen. Und dann die Dinger, die ich für ein Heli Tower gebaut habe. Vormachen. Vielleicht mache ich sie später nochmal raus. Keine Ahnung, ich weiß es noch nicht, Leute. Ich werde sie erstmal reinballern. Einfach damit wir die Kosten sehen und dann ist doch gut, ey.
Ja, es sollte ja eh eine temporäre Base sein, ne? Die große. Das ist sie dann jetzt geworden. Ja, im Endeffekt ist natürlich schwachsinnig hier für die letzten, was sind es denn, 5 Tage, jetzt nochmal neu zu bauen. Aber mir macht es halt Spaß. Und ja, es ist ja jetzt auch nichts Übertriebenes. Wie gesagt, vielleicht baue ich auch nicht noch hier irgendwie groß drumherum oder was. Wer weiß, wie die Zeit und Lust halt noch ist dieses Wochenende. So, wenn wir jetzt gerade hier sind. Ich hätte mir natürlich mal irgendwie... Licht für den Schädel mitnehmen können. Hätte uns jetzt gerade gleich auch beim Dingens. Ich habe aber auch nichts hier, glaube ich. Bei den Fenstern geholfen. Aber gut, es geht auch so. Man könnte eben kurz was herstellen. Wir stopfen hier unten. Jetzt auch nur dieser Pisshelm ist hier, aber. Schon gedroppt oder was? Dauert, ey. Was ist los mit ihm? 40, mehr geht er nicht rein. Naja, gut. Habt da auf jeden Fall Licht. Kalt ist hier. That's the problem. Mal eben alles ausziehen, was hier irgendwie kalt macht. Sonst falle ich gleich um, wie ihr seht. Minus 3 geht aber jetzt. So. So, Arschlecken. So, da haben wir ein Garagentor, ne? Ich sage, ich könnte eigentlich auch hier nur einen Ofen reinstellen. Die Leiter kann auch schon mal kaputt gehen durch irgendwie. Und Zufall hier einfach einen Ofen hin und dann hoch. Können wir nochmal ändern, ist nicht das Problem. So, du gehst nach innen auf, das ist gut. Obwohl, die werde ich andersrum machen. Zack. Komm mal. So. Was ein Witz, ne? Die Türen zerfallen auch nicht, wenn du sie. So, hatte ich denn die Fenstermopeds jetzt schon mitgenommen? Ja, da sind sie doch. So, jetzt machen wir uns mal eben ein paar Gitter. Und dann gehen wir mal einmal hoch. Ich muss mal gucken, vielleicht stelle ich unten nochmal eine Werkbank 1 hin. Einfach, wenn man mal irgendwie was Kleines hat. Ich könnte natürlich auch die machen. Aber kann ich halt nicht rausschießen zur Not. Hier kannst du wenigstens so ein bisschen rausschießen. Ich weiß auch nicht, wie viele ich habe. Ich mache einfach mal hier. Mach mal 20. Ich glaube nicht, dass ich 20 Fenster habe, oder? Achso. Okay.
Ja, mal gucken, vielleicht mache ich hier auch noch mal irgendwie was Kleines rein. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, da müsste ich dann noch mal den Boden reinmachen. Mal innen auf. Das stört sie nicht. Sind sogar mehr wie 20, wa? Alter Belli, ey. Verrückt, Decke, verrückt! Ja, ich hätte ja auch gerne diese anderen drin gehabt, aber wie gesagt, das ist nur, um ein bisschen raus lupen zu können. Das ist jetzt nicht irgendwie. Oh, reicht sogar. Perfekt. Dann sollten die Gitter auch reichen. Okay, ich habe unten nochmal die drei Fenster, aber sollte auch passen. Ich mache 20 Gitter. Ich hatte 20 von den Dingern. Zwei Stück noch. Ja, perfekt. Bin zufrieden. Wie gesagt, ich werde oben nochmal aufwerten den Kern auf Haiku. Weil so viel Haiku haben wir jetzt nicht. 40 hatten wir, glaube ich. Wenn es sich nicht wieder komischerweise irgendwie erhöht. Hier könnten wir natürlich noch mal. Ja, müssen wir kurz warten. Aber ich meine, hier oben können sie ruhig auch hinkommen. Aber ich könnte hier noch mal zwei Garagentore machen hier. Könnte ich, müsste ich. Ist aber auch nicht irgendwie zwingend. Ja, na klar, Kollege. Na klar. Gönn dir. Nee, dann machen wir ruhig den kaputten dran, den können wir irgendwie reparieren. So. Perfekt, Leute. Das ist die Butze. Was man natürlich noch machen könnte, wäre die Foundations upgraden. Zumindest wenn ihr irgendwo baut, wo es nicht auf dem See ist. Weil hier auf dem See sollte kein Mensch an die Foundations kommen können. Oh, hier ist auch schon alles voll, oder was? Die hinteren noch nicht, ne? Oh. Ja, und ihr seht, ich muss auf jeden Fall noch die zwei Kisten stellen. Für Stromgedöns dann. Hier unten, oder drei, muss ich mal gucken. Kann hier oben auch noch welche zwischenstellen, erstmal. Das Problem. Oh, hier sollte ich auch noch leer haben, ne? Ja, läuft. Läuft, 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 läuft. Gut, jetzt wird's spannend. Bäm. 7 sogar. Hatte ich nicht 6 gesagt? 7K Metal. Ja, wie gesagt, ist mit dem großen Ofen nicht das Problem. Könnten wir sogar noch, wenn wir die Foundation jetzt noch mit beirechnen würden, auch aus Metal. Wären wir, keine Ahnung, bei 8K vielleicht. 8K geht auch noch hier. Das geht echt. Bisschen scrabben und so, was man eh am Anfang machen muss, looten. Sollte das machbar sein. Also jetzt für die letzten Tage ist es auf jeden Fall machbar von meiner Zeit her. 39. Ja, wie gesagt. Ich werde den jetzt noch eben aufwerten. Muss ich also nochmal einen Hammer mitnehmen. Wahrscheinlich wieder hinten reingeballert habe. Ich muss mich eh an der Seite hochbauen. Kann hier auf jeden Fall alles dicht machen. Dann machen wir das noch mal eben. Und dann ist Feierabend. Wie gesagt, ich denke, dann haben wir 50. Ja, wahrscheinlich 60. 55, denke ich mal. So um den Dreh rum.
Oh, ich habe sonst nichts aus Haiku. Könnte doch auf 60 gehen. Was jetzt mal so hochrechnet. Was aber okay ist. Kann ich voll mit leben. Ich hätte gerne auch so die eine oder andere Wand gemacht. Aus Haiku, aber ihr seht es ja von der Kosten her. Wenn, dann gehen sie oben eh durch die Steinwand und dann haben sie eine Metallwand, ist dann ein bisschen billiger wie durch eine Haiku-Decke. War sogar schon hell, ey. So. Ja, wie gesagt, ihr seht die Foundation hier nicht. Also man kann hier keine Foundation weit machen. Das ist halt der Vorteil auf dem See. Da habe ich ja natürlich genau die verkehrte gesetzt. Ah, eigentlich ist das auch dumm, was ich hier gerade mache. Geh doch hoch, Alter. Bist du vernagelt oder was? Mein Gott, da. Nee, 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 nee. Gut. Do it and do it again. Bäm. Gibt doch alles, ne? Schießen. Ja, sau stark hier, weiß ich noch nicht. Da mache ich wahrscheinlich so einen Locker hin oder sowas. Ich muss mal gucken. Ja, abschließend jetzt. Genau, mach auf. Gucken wir jetzt nochmal den Abgieb an. Und dann haben wir eine Stunde. Rusty, Rusty. Im Halbschlaf. Umgesülze. Voll. Kann ich eh auflassen, wie gesagt, ich kill mich jetzt, muss eh nochmal mal hier ein bisschen hin und her eiern. Passt schon. Okay. 60 genau. Ey, der Mann hat Ahnung. Gut, die Kosten werde ich mir auf jeden Fall da mal merken. Wie gesagt, damit komme ich voll klar. 7k Metal, 7,5k Stein. Wie gesagt, man könnte noch einen Ring drum ziehen. Wenn ich jetzt nochmal einen Ring drum ziehe, nur aus Steine, denke ich 15k. Je nachdem, ob ich halt halbe Wände mache oder ganze Wände. Das werde ich dann nächstes Mal auch machen. Oder einen vierten Stock drauf, nur aus Stein. Könnte man auch machen. Irgendwie sowas. 60 HQM ist okay. Das passt auch. Zumindest für jetzt. Später müsste man halt mal gucken, wo man den Main Loot hinmacht. Sonst könnte ich natürlich die Decke zum ersten Stock nicht aufwerten. Also diese hier. Wenn im ersten Stock eh nicht der Main Loot ist, sondern hier, ist das hier nicht so wichtig. Dann könnte ich hier die Vierecke nur aufwerten zum Beispiel. Wenn man jetzt auf IQM Kosten achten muss. Ne? Wenn ihr achten müsst, wertet immer die oberste Decke auf, damit die Leute gleich abgeschreckt sind, nicht von oben reinzugehen. Weil die anderen Decken sehen sie eventuell ja gar nicht von draußen. Gut, bedanke mich fürs Zusehen. Wie gesagt, ich werde jetzt hier noch ein bisschen hin und her tingeln. Sollte ich dann nochmal anfangen, irgendwie doch noch was zu bauen, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe. Das werde ich, wenn, dann heute Abend machen. Schmeiße ich eine Aufnahme oder einen Stream an. In diesem Sinne, haut rein, bis dann. Ciao.